11:30 Uhr, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Mittagstisch auf dem Nature Bates YouTube-Kanal. Ich bin immer noch in Sachsen. Nee, ich bin zurück. Zurück in Hessen. Gude. Grüße euch ganz herzlich und ja, Paul Kummerfeld, was war am Lack du der? Ja, Karpfen war dabei, hab den Heinz abgeangelt. Waller 2 Meter und Zander 80 Zentimeter, alles dabei. Oh, da hat sich der Grill aber auch gefreut, oder? Hat der alte Schlesier das Messer gewetzt und hat sie alle geschlacht. Sachsen-Power, jawohl. So, also, wir gucken rein, was geht. Jan, google den... Nein, ich hab's getan, Fulltime-Fishing. Lass mich mit diesem Mist in Ruhe. Die Poseidon-Männer haben's gegoogelt und haben sich's angeschaut. Der letzte Mist, Alter. Sowas braucht kein Mensch. Sowas braucht niemand. Game over. So, also, ich bin ja zurück aus dem Sorbenland. Ne? Wisst ihr, was das Sorbenland ist? Wer kennt die Sorben? Allgemeinheitsfrage vom Lehrer. Lehrer Plotz richtet sich erstmal den Lollo. Warte, Lehrer Plotz, ne? Kennt jemand die Sorben? Sorbisch. Ja, ich bin jetzt kulturell weitergebildet. Ich wusste das gar nicht. Also ich bin so in Bautzen von der Autobahn abgefahren. Und dann denke ich, Digga, wo bin ich gelandet? In Polen oder was? Hä? Hat mein Navi mich jetzt im Kreis geschickt? Nein, sagt Tommy Buchwald. Jan, hier gibt es zweisprachige Ortsschilder. Ne? Deutsch und Sorbisch. Das ist nicht Polnisch, das ist Sorbisch. Ich so, hä? Jetzt möchte ich hier verkackeiern, ey. Das habe ich ja noch nie gehört. Da habe ich in Geschichte gefehlt, wie das Thema war. Nee, tatsächlich, Sorbisch wird da unterrichtet und ist eine Sprache und ich bin jetzt im Bilde. Ich bin kulturell gereist dieses Jahr, ne? So, ihr seid in Kleinauheim, Olli. Ja, genau, immer noch. So, okay, also Grüße gehen deswegen zurück. Ich bin begeistert gewesen von diesem Angeln da. Also, es war echt cool. Wir waren ja, wer den Mittagstisch letzte Woche schon gesehen hat, hat mein gemeinsames Gesteck gesehen. Ich hoffe auch an alle, die mich immer tadeln, dass ich jemanden unterbreche, dass ich es diesmal nicht getan habe. Ne? Ich habe den Mittagstisch frei und fromm einfach an andere Leute übergeben und habe gesagt, macht mal. Ne? Die haben es gut gemacht und ich hoffe, ich bin jetzt im Bonus. Also die immer sagen, ich würde jemanden unterbrechen. Ich hoffe, ich habe jetzt bei euch mal so 2 Euro Guthaben, dass ich das jetzt noch 3-mal machen darf, bevor ich wieder getadelt werde. Seid ihr dafür? Schreibt es in die Kommentare. So. Also, genau, da kam auch gleich ein schönes Video dazu. Und zwar Jensen7365 hat gesagt, Tommy Buchwald ins Wort fallen, der ist dein verbaler Endgegner. Safe, so sieht's aus. Das ist mein verbaler Endgegner, den kann man nicht unterbrechen und genauso habe ich das auch gesehen. Und deswegen habe ich das Mittagstischthema übergeben, was ja auch mal ganz cool war, ne? Hast 3 gut, 3 Euro, sehr gut. Moin Moin aus dem schönen Osten, danke, Grüße gehen zurück. So. Also, auf jeden Fall haben wir ja schön im Osten geangelt. Großer See, große Kohlegrube, alles schön wild, ne? War wildes Angeln, hat mir sehr gut gefallen. Fischgrößen, ja, Digga, weißt du, das Thema ist, es ist ja immer so, wenn der Brauns irgendwo aufschlägt, dann denkt immer gleich die ganze Mannschaft, um Gottes Willen, ganz Deutschland wird jetzt hier angeln wollen. Nein, weil die Fischgewichte im Osten, also an diesen Seen, die sind schon noch überschaubar. Es gibt natürlich 20 Kilo Fische, was jetzt nicht heißen soll, dass es essentiell wichtig ist, dass es 20 Kilo Fische gibt. Man kann auch angeln gehen, wenn es keine 20 Kilo Fische gibt. Aber viele Gönjamin-Hunter reisen ja erst los, wenn sie den 30 Kilo Fisch wittern oder den 25er in Massen vorhanden. Ne? So, dann geht's los. Und das ist an dem See, wo wir waren, nicht so. Also der Bestand ist deutlich kleiner als 20 Kilo. Es gibt auch einige 20 Kilo Fische, was ich weiß, aber deswegen alles gut, Männer. Man kann auch einfach mal zusammen angeln gehen ohne. Klar nervt es dann auch mal nachts um 3, wenn du Sturm hast, meterhohe Wellen und du fährst dann da raus mit deinem Schlauchboot und machst so Cliff Diving und jede Welle schlägt über den Bug drüber. Und du kommst dann raus und hast dann so einen verhungerten Achtfünder da liegen, der schon an der Oberfläche treibt, in diesem Gischt, in diesem Schaum. Und du denkst dir, alter Schwede, noch 3 von deiner Sorte heute Nacht und dann bin ich bedient. Dann ist mein E-Motor alle. Weißt du, was ich meine? Also es ist immer, da kann man auch, kann der Hessen-Hunter auch mal rumschreien und kann sagen, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet, ne? Könnt ihr fühlen, oder? Also man muss es auch immer ein bisschen so mitnehmen, wie es ist. Alles gibt. Ist auch nicht immer alles so ernst, ne? Also, auf jeden Fall, davon kommt ein schönes Video. Ich denke, ein Zweiteiler. Wir haben sehr viel gefilmt. Der Herr Brauns hat richtig gut gefangen, muss ich wirklich sagen. Also, es hat eigentlich zeitlos gebissen, ne?
Deswegen haben wir da einiges an Material zusammen gefilmt. Ich habe auch den Tommy Buchwald mal zusammengeschissen, wenn er die Kamera falsch rumgehalten hat, so, ne? Also, kommt auf jeden Fall ein lustiges Video, aber nicht jetzt direkt, sondern gebt uns mal einen Moment Zeit. Wir haben jetzt noch vor dem Video haben wir das eine, wo ich mit dem Sascha war, dann war ich noch beim Romeo und dann kommt das und jetzt geht es am Montag schon wieder los. Ne? Also wir haben dieses Jahr einen strammen Herbst. Ne? Der Fatih ist viel unterwegs. Ne? Nicht nur bei den Sorben und bei den Franzosen im Elsass, sondern er bildet sich jetzt demnächst auch sauerländisch weiter. Ne? So, als kleiner Spoiler. Dann schauen wir mal weiter, was haben wir denn hier noch an Fragen gesammelt? Kellnersen Gude vor 6 Tagen hat gefragt, das war die Story, ich hatte ja am letzten Mittagstisch aufgerufen, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, was euch schon alles Lustiges am Wasser passiert ist und welche Story cringe genug ist, dass wir sie im Mittagstisch mal zitieren. Und da habe ich eine rausgesucht. Grüße gehen raus an den Kellnersen. Ist mir übrigens auch schon genauso ergangen. Wer fühlt's mit? Kellnersen schreibt, mein Kumpel hat nach dem Ablegen vom Boot anstatt die Boilies, die er in der Hand hatte, die Rute in der anderen ins Wasser geworfen. Also, weißt du, wie ich meine? Rute gehalten und dann wollte er Boilies reinwerfen, hat aber statt die Boilies die Ruten reingeschmissen. Ne? Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ich habe mal der ganze Eimer reingeschmissen. Ich habe mal so irgendwie wollte so füttern, ne? So Streu, Futterli, Futterli, so. Und dabei habe ich dann irgendwann so der Eimer reingeschmissen, so hoppla. Ja, geile Story. Ich kann euch dazu auch noch einen Real Talk erzählen, den ihr jetzt bestimmt, also die Moralapostel, diejenigen, die auch unser Fluorocarbon-Einspieler vom letzten Mal nervt, die das nicht verstehen können und sagen, Brauns geht in den Zirkus. Also die schalten jetzt mal ab, die gehen jetzt mal bitte, ciao, ciao, raus aus hier überall raus, deabonnieren und alles, weil ich muss jetzt dem Moralapostel noch eine Geschichte erzählen vom Cassien. Real Talk, ne? Also, seinerzeit fragt man sich ja immer, wo kommen eigentlich die ganzen grünen Bierflaschenscherben im Lac de Saint-Cassien her? Ne? Fragt man sich ja ab und zu, wenn man da geangelt hat. Derjenige, der am Cassien schon geangelt hat, der wird es kennen. Du gehst ins Wasser barfuß nicht rein, weil überall Bierflaschenscherben liegen. Ne? So, da fragt man sich immer, wer war das? So, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte von einem, der da vielleicht mitbeteiligt war. Also nicht ich, ich war nur dabei. Also seinerzeit. Ist schon echt lange her, ne? Da hat man vielleicht auch noch diese Kasperletheater gemacht, was ich nicht gut heiße. Deswegen, ich heiße es nicht gut, dass es so war, weil ich habe das nicht so gemacht. War ich mit meinem Rest in Peace Friend Achim Fritsch und noch einem hier aus, noch still alive, aus Hanau, am Cassien angeln, ne? Wie das damals Fritschi, alter Nichtsnutz, hat natürlich einen alten Brauch sich entdeckt und hat gesagt, wenn man am Cassien ankommt, trinkt man erstmal einen Kroneburg. So, wenn man losgerudert ist, ne? Also Fritschi hat nach den ersten 3 Meter Rudern oder so im Südarm bis beim Pierre gestartet oder beim Gérard irgendwo da, keine Ahnung mehr, bist du losgerudert. Damals gab es ja das mit den E-Motoren nicht so wie heute, ne? Also heute wärst du mit deinem Torpedo, gib Gas, ne? Einfach da in der hintersten Nordarm gebraust und hättest ja, alles nice. Damals gab es das nicht, da bist du mit der Banane. Ne? Banana Joe ist losgerudert und Fritschi hat halt immer einen Kroneburg getrunken. So, los, erst einmal anstoße, Prost! Dann hat er das Kroneburg leer getrunken und dann hat er sich dann, also wie gesagt, ich heiße es nicht gut, er hatte sich dann damals so zum Brauch gemacht, die leere Kroneburg-Flasche, ich demonstriere es mal hier, ne? Ihr könnt schon ahnen, was jetzt kommt. Ihr könnt es ahnen. Fritschi hat sich dann zum Brauch gemacht, die leere Kroneburg-Flasche so auf den Finger zu stecken, so. Und dann hat er sie so in die Kassieren geschnickt. Was ich nicht gutheiße. Ich habe immer gesagt, sag mal, mach doch so einen Scheiß nicht, das macht man doch nicht. So, wie es dann der Teufel wollte, Fritschi steckt sich so die Bierflasche auf den Finger, will sie in die Kassieren schnicken, was man nicht tut, und haut sie dem anderen hier aus Hanau voll auf den Kopf. Boing! Strafe folgte auf den Fuß, ein wildes Geschrei auf dem See. Die ersten 40 Meter waren noch nicht mal gerudert, da war der Urlaub schon auf richtig Fahrt gekommen. Ne? Also wie gesagt, die Moralapostel waren jetzt mal raus. Ich habe da nicht mitgemacht, ganz ehrlich, würde ich auch nicht tun sowas. Aber das war so und das ist jetzt vielleicht, kann man sich jetzt darüber freuen oder auch nicht und sagen, früher war es nicht so gut. Das fand ich jetzt auch nicht so doll, dass das der gemacht hat, aber war es das halt so, ne? Also, wie gesagt, man macht sowas nicht und ich habe sowas auch nicht gemacht, fand das auch nicht gut, aber die Moralapostel wissen, wie es jetzt zu verstehen ist, ne? Ja, Moralapostel, Carpanta Robo, wegen solchen Leuten ist das Nachtangeln verboten. Genau wegen solchen Leuten, vor 20 Jahren. Wegen denen ist das alles verboten worden. Ist so, ja, deswegen macht man das ja auch nicht, habe ich auch gesagt und
Was soll ich jetzt machen? Ich habe nicht mitgemacht. Ich habe auch keine Beule gehabt. Aber andere haben das gemacht. So, was hat man denn eigentlich noch hier für Stories? Was war jetzt hier? Was sagst du zu dem Stress mit diesem Magic Twing vom Ali Hamidi? Keine Ahnung, was ist dieses, was ich selbst anschlagen soll da, ne? Keine Ahnung, ich habe geile Ali Hamidi, sein Twingo-Gemäher brauche ich nicht, weil ich habe gute Köder am Haken. Da beißt sowieso drauf. Brauche ich keinen Selbstanschläger. Ah, genau, wir haben 41. Heute haben wir nicht so viele Themen. Wir können gleich, wir machen jetzt hier weiter. Ich mache mal meine Fragen durch, die ich noch habe, oder meine Kommentare. Und dann gucke ich im Chat, was abgeht, ne? Vielleicht habt ihr ja noch jetzt ein paar Hype-Kommentare auf dem Browns, weil einer die Bierflasche dem anderen auf den Kopf gehauen hat. Also ich finde sowas lustig. Ich weiß nicht. Ja, manche finden es bestimmt nicht lustig, aber ich finde es lustig. Nein, es ist nicht lustig. Auch wenn es schon 25 Jahre her ist. Ich ahne schon das Übel. Der Cutter wird wieder alles... Du musst wieder alles rausschneiden. Die Leute, guck mal, jetzt schreiben sie wieder so böse Sachen über dich. Okay, also ich lese die Frage erstmal vor. Ah, das war ja was, was ich aufdecken muss, ne? Da muss der Browns noch den Klamauk aufdecken. Basti Rocks 9545. Gute Grüße gehen raus. Meister Browns, ich gönne dir die Kooperation mit Weber Grilling einfach. Da gibt's ganz andere Kandidaten in der Angelbranche, die für jeden Kram und jede Bude den Arsch in die Kamera halten. Oh, Hauptsache ständig langweiliger Insta-Content und nervige YouTube-Shorts. Aha, Produkt-Nebensache. Weiter so, Videos geil und der Mittagstisch neben Real Talk eh nicht mehr wegzudenken. Danke und viele Grüße. Ah, die Weber-Kooperation. Ja, okay, alles klar. Da kamen jetzt schon einige Fragen. Ja, was hat der Browns jetzt mit Weber zu tun? Meine Herren, ich habe ja mein ganzes Account voller Sponsoren, aber Weber fehlt. Ich muss sofort Weber anschreiben, der Browns hat da was. Ist doch nur Spaß gewesen, Jungs. Aber mir geht's ja auch so, ne? Wenn ich teilweise sehe, dass... Digga, zieh dir doch deine Werbung durch den Bobbes, weißt du? Ich habe das aus Spaß gesagt. Natürlich habe ich mit denen keine Kooperation. Ich habe diesen ollen Grill einfach, das war in diesem einen Video vom Kapersens, da habe ich zum Romeo gesagt, komm, film mal, ich muss jetzt hier mal einen rauslassen, weil ich mich gerade schon wieder über irgendwas gefreut habe, wo einer die ellenlange Sponsorenliste, die konnte man gar nicht, da musste man schon scrollen, bis man mal am Ende angekommen ist. Hey, habe ich gesagt, Digga, ja klar, ey, dann müssen wir jetzt Weber machen. Also das war Spaß, um euch jetzt wieder da auf den Boden der Tatsachen zu holen. Ich habe keine Kooperation mit Weber, würde ich auch keine wollen, brauche auch keine. Ich kann mir alles irgendwie selber immer noch kaufen, was ich so will. Ne? Irgendwie geht das, ne? So, Schadenfreude ist die schönste Freude, jawohl. Johann, Franz, Hiljo, Grüße gehen raus. Christian Lauers ist auch am Start. Ich komme mit der Sparkasse zu Lübeck. Ja, die fehlt mir noch. Mir fehlt auf jeden Fall noch die Kooperation mit einer Bank, die mir immer Negativzinsen gibt. Ne? So, wenn ich was finanzieren will, neuen Lambo oder so, dann sagen die, ja Digga, du bist der Jan Brauns, du kommst jetzt mal her, wir machen dir den Superkredit. Ne? Dafür musst du bei uns jetzt unter deinen YouTube-Videos immer Frankfurter Volksbank Grüße gehen raus einblenden. Ne? Ja genau, meinst du, das zieht? Meinst du, die machen das? Egal, also... Ich bin jetzt erstmal soweit durch. Dann war noch eine Frage neulich zum Schlagschnurknoten. Ich habe das auch mit den Poseidon-Bengeln schon abgefilmt. Das kommt auch in dem Video. Aber ich zeige es euch jetzt mal hier. Ich hoffe, das geht. Weil da wird immer wieder gefragt, wie machst du denn den Schlagschnurknoten? Wie verbindest du eine monophile Schnur mit einer geflochtenen? Und deswegen versuche ich das jetzt mal hier nachzustellen. Ich weiß, dass es für das YouTube-Video wieder unscharf wird, weil mein Gesichtsfokus an ist. Ich halte es mir deswegen ganz nah vor die Visage und habe mir hier extra mal blaue Schnur rausgesucht. Aber die hatten wir mal im Programm früher, Deep Sea hieß die, eine 60er, ne? 60er Schnur, das ist eine 060er Schnur, 40 Lips, monophile Schnur, kann man als Schlagschnur mal bezeichnen. Und ich habe mir hier jetzt eine orangene rausgesucht, ist jetzt leider keine geflochtene, weil ich hatte keine zur Hand, sondern das ist eine monophile, aber mit der soll es genauso gehen. Angelehnt an die Fox Submerge in Orange, die ich immer gerne angel. Und die ist jetzt auch deutlich dünner und deswegen machen wir jetzt mal einen Schlagschnurknoten, ne? Für die Kamera. Also, zwei Schnüre. Dünne Schnur soll die geflochtene sein in Orange. Dicke Schnur ist die 060er in Blau hier wohlgemerkt, ne? Also, ich zeige euch jetzt den Knoten, den ich relativ lange mache schon, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ihr könnt auch einen anderen machen. Es gibt mit Sicherheit eine riesige Pfadfinder-Community, die sagt, der Knoten taugt nichts. Aber mir taugt er, pass auf. Also, ich lege die mal beiseite. Nehme die blaue, dann mache ich, pass auf, das ist kein Klamauk jetzt, eine Schlaufe, zwei Schlaufen. Ne? Ich mache mir also, warte mal, ich muss mal ein bisschen mehr nehmen, ein bisschen kurz genommen. Ich muss es auch nah vor die Nase halten mit meiner Kurzsichtigkeit. Einmal, zweimal drumherum, dann habe ich hier praktisch, wie du siehst, ne, hier guck mal, einfach so zweimal so, so durch. So, pass auf, dann drehe ich das so rum, drehe mir eine 8, so, ne, die halte ich jetzt mal so, kann man schlecht sehen, aber ist eine 8, ne? Eine 8. So, die 8 habe ich. Jetzt kommt meine geflochtene. Immer ein bisschen nass machen. Einmal durch die 8 so rum.
Und dann gehe ich einmal außen rum. Man sieht es wahrscheinlich auf dem Video überhaupt nicht, aber einmal außen rum durch die 8 durch und ziehe die 8 fest. So, die 8 ist festgezogen. So, ne? So, 8 ist fest. Wichtig, meine blaue Schnur locker. Die 8 bleibt jetzt erstmal locker gezogen. Dann nehme ich meine geflochtene, warte, man sieht es hier, also ich muss es so rum machen. Meine in Anführungszeichen geflochtene ziehe ich raus. So, guck mal hier. Hier ist die 8, ne? So sieht es aus. Da ziehe ich mir die hier raus. Jetzt wird es ein bisschen blöd darzustellen, weil ich jetzt futteln muss. Jetzt kommt der Grinnerknoten hier. Ne? Also pass auf. Wie soll ich es euch zeigen? So, jetzt gehe ich hier einmal. Ich mache es jetzt nicht so oft, wie ich es machen könnte, weil sonst wird es hier jetzt unüberschaulich. Zweimal die Zehnerzer Not nehmen. Dreimal. Ich gehe mal viermal durch. Normal gehe ich 5-6 Mal durch. Aber das sollte ich jetzt hier mal nicht machen, weil sonst wären wir hier wahnsinnig. Warte mal, ich bin eh so ein Legastheniker hier mit der Hand. An mir ist ein Goldschmied verloren gegangen, wisst ihr das? Aber der Tatterkreis, so, reicht. So, pass auf, jetzt sieht man es wieder. Jetzt habe ich hier meinen ganz normalen Wirbelknoten. Schön nass machen, ne? Flutschi, flutschi. So, den ziehe ich mir jetzt erstmal so hin, dass er noch nicht so fest ist. Und jetzt ziehe ich die beiden Schnüre so gegeneinander. Schön nass machen, ne? So. So, jetzt ziehe ich mir hier den hier, den von der geflochtenen, den ziehe ich mir gerade, so. Und jetzt ziehe ich die 8 fest, die blaue. So, die blaue 8 ist fest und jetzt ziehe ich schön nebeneinander und jetzt, pass auf. So, der hält schon, blaue Schnur nochmal ziehen, so, rausgezogen alles und das ist fest. Und jetzt kann man nämlich die lange große Angelschere holen hier, ne, die riesengroße rausgelegte Schnur. Und man kann die blaue, die dicke, die monophile, die kann man jetzt relativ knapp abschneiden. Da ist fast nichts übrig, weil da passiert gar nichts mehr. Und bei dem Grinner kann man es genauso machen. So, ne? Also, das geht mir jetzt rein um eine geflochtene Schnur, die ich auf eine monophile binde. Ne? Wenn ich zwei geflochtene verbinde, nehme ich ein bisschen anderen Knoten. Wobei der auch gehen würde. So, pass auf. Siehst du ihn? Ich finde, eine 60er, ne? Das ist hier, wie gesagt, eine 60er Schnur auf eine... Das ist jetzt eine 35er Schnur. Die finde ich persönlich, ich halte es mir mal hier ganz nah hin, dass man es auch auf dem YouTube-Video sieht. Also ich finde, das ist ein sehr kleiner Knoten, den man echt knapp abschneiden kann. Ich habe jetzt noch was überstehen hier, das könnte ich auch noch wegschneiden. Und der geht nicht mehr auf. Also der ist für mich, für diese Zusammenbinderei, ein guter Knoten. Den ich angel den sehr lange, auch gerne, wenn ich jetzt eine monophile auf eine monophile Schnurknote mache, ich auch diesen Knoten, ne? Also zum Beispiel eine 30er auf eine 50er Schlagschnur, ebenfalls diesen Knoten, ne? Wie der Knoten heißt, keine Ahnung, ne? Weiß nicht, aber das ist mein Knoten und ihr wolltet meinen Knoten wissen und keinen anderen Knoten und deswegen habe ich euch jetzt meinen Knoten gezeigt. Okay, sind wir damit zufrieden? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr einen besseren Knoten kennt und euer Knoten nicht hält, ne? Aber... ganz einfach. Es geht ja nicht darum, komplizierte Sachen zu machen. Kriege ich schon einen roten Kopf, seht ihr das? Sondern es geht darum, simpel und kleine Knoten zu machen, die eine hohe Tragkraft haben. Und der ist wirklich gut. Ne? So, also, Thema beiseite. Kann man die Edges auch in einer anderen Geschmacksrichtung haben? Ne. Wir haben Dosenmais-Edges. Wieso sollen wir die jetzt wir könnten sie jetzt noch Nein, ich will's nicht anders darstellen. Wir haben schon überlegt, tatsächlich die Edges auch in Dickmittel zu machen oder in Mad Max. Aber das eigentliche Ding an diesen Edges, warum die so empfängig sind nach wie vor, ist eben diese Dosenmaisnummer. Ne? Ich sehe das ja jetzt auch mittlerweile hier und da. Da gibt es jetzt die 25 Kilo Säcke in kleinen, in ähnlichen Arten. Aber was soll denn das erzielen? Was soll das erzielen? Ich kann dir jetzt auch hier draußen, sag ich mal, GLM-Edges machen und kann die in 10 Kilo Säcken verkaufen. Aber das geht doch gar nicht darum. An diesen Mais-Edges ist was ganz Spezielles, Fängiges. Ne? Und deswegen sind die in dieser kleinen Auflage nur vorhanden. Es geht bei diesem Köder nicht darum, dass wir das säckeweise jetzt hier verkaufen wollen. Das hier geht ja völlig am Ziel vorbei. Das ist auch gar nicht die Frage. Ne? Sondern wir richten uns ja auch mit diesen Ködern an ein ganz anderes Klientel. Also wir wollen ja gar nicht den Futterangler, der jetzt da draußen am See steht und die Herbstkelle auspackt und da säckeweise Dosenmais-Edges reindonnert. Ne? Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist auch nicht unser Thema. Ne? Es gibt Leute, die das als Thema haben dann, die meinen, das wäre das Thema, aber es ist nicht das Thema. Ne? Klar, wir könnten die auch säckeweise verkaufen, aber das ist doch gar nicht das Thema. Es geht doch darum, was Fängiges zu machen, was richtig fängig ist, wo was drin ist, ne? Was man ja auch nicht immer alles verraten muss. Rezeptschutz nennt sich das.
Das ist der Sinn, ne? Und verstehe diesen Sog aus der Angelbranche. So ein Magnet, der saugt, ich hätte gerne 20 Kilo Edges. Kann ich verstehen. Geht mir auch so. Ist aber nicht so. Ich hätte auch gerne nicht nur eine Rolex, sondern ich hätte gerne meinen ganzen Schrank voller Rolex-Uhren, ne? Geht aber nicht. Nicht Sinn und Zweck der Sache. Kein Kleingeld vorhanden. Kapi Podcast hat auch zugesehen, sehr schön. Tobias, erzähl mal was über die Solid Pop-Ups, die du mit dem Romeo geangelt hast. Ja, pass auf, da kommt auf jeden Fall ein mega geiles Produkt, kann ich ja hier nochmal ganz kurz drauf eingehen. Das ist auch in der Mache gerade, leider, also wir hätten es eigentlich verkaufstaktisch zum Kapersens-Video eigentlich schon im Shop gehabt, aber da hat es eine kleine Verzögerung mit Verpackungen gegeben, weil das, wenn das Produkt rauskommt, muss das richtig gut sein, ne? Das muss, also diese Dinger sind schon perfekt, also die sind wirklich gut, aber die Verpackung war noch nicht so unser Friend, weil da wird es ein ganz interessantes Konzept geben, was eigentlich die Aufbewahrung von diesen Dingern angeht, weil wir, also diese Dinger sind ja rechargeable, also alle Pop-Ups und diese Everlasting Hookbaits sind rechargeable, also was heißt, man kann sie wieder aufladen, indem man sie in eine Flüssigkeit legt. Und da war mir noch nicht so ganz durch mit der mit dem Konzept, wie das gepackt und gemacht wird, aber das wird schon ziemlich gut durchdacht sein und in gewissen Situationen auch echt ein Gamechanger werden, ne? Warte! Ah! Das Chamäleon ist da! Stopp! Da oben! Spaß beiseite. Okay, ja, kommt schon. Hm? Marcel Krapfischer, Hane, der Hör aller Cocktickles. Nee, ich habe mit ihm ab und zu mal telefoniert, aber Kontakt habe ich mit ihm keinen. Mit dem Hane, mit dem Cocky ein Video machen. Ja, der ist ja auch real, ne? Da ziehen wir uns beide nackig aus und springen, fallen rückwärts vom Stuhl. Das wäre doch mal was, oder? Das wäre was. Mit dem Cocky gucken wir uns gemeinsam ein paar Videos in YouTube an, so live, ne? Das wäre doch mal ein Reaction-Video. Cocky und Browns, oben ohne mit dicken Bäuschen, machen Reaction-Video auf diverse YouTube-Videos, hä? Oder? Und dann immer so abwechselnd fällt einer vom Stuhl so rückwärts in die See. Ja, das wäre doch auch mal geil. Oh, jetzt kommt er wieder, ich sehe es. Ist es ein Zirkus oder was? Frauens, geh doch in den Zirkus. Du laberst nur dummes Zeug, geh in den Zirkus. Genau, wir sind der Zirkuskanal im Karpfenzirkus. Mein Kommentar an dieser Stelle. Fall nicht vom Stuhl, Jan. Nein, Kabi-Podcast, noch sitze ich. Da muss erst wieder die Lebensgeschichte ausgepackt werden. Dann passiert es vielleicht, dass einer vom Stuhl fällt. Ist der Heavy Hookbait von der Attraktivität wie der dazu normale Kugel? Achso, der Heavy Hookbait von der Attraktivität. Also die Hookbaits sind bei uns sogar attraktiver als die normalen Bollies. Attraktiver, yeah man, believe me. Wir haben natürlich die Hookbaits, Weightless sowie Heavy Hookbaits, immer mit Attraktoren passend zum Boily noch verstärkt angereichert. Einfach um halt, ja, muss man nicht, kann man machen, musst du nicht. Kannst du aber. Und wir wollen es natürlich auch machen, ne? Weil ein Hookbait sollte ja schon nicht nur anhand seiner Konsistenz, sondern vielleicht auch so ein bisschen an der Attraktivität sich noch abheben. Du kannst natürlich auch in einem Hookbait in so einer kleinen Serie manche Aromen oder Attraktoren deutlich besser und höher konzentriert verarbeiten als im normalen Bolli, wo es ja wirkungslos wäre, ne? Also du würdest einen normalen Bolli ja auch in der Nährstoffzusammensetzung komplett overdosen. Da ist es in dem Hookbait was anderes, weil der Hookbait wird ja gefressen, ne? Also nicht gefressen, und der wird ja auch langfristig verwendet. Also ich habe jetzt zum Beispiel, Grüße gehen raus an die Poseidon Onkels, Zeugen sind da, ich habe eine Woche mit einem Haken durchgeangelt, ne? River and Weed Größe 2 diesmal, am Teufelszeug-Vorfach mit einem Mad Max Heavy Hookbait habe ich, glaube ich, 4 Tage geangelt mit derselben Sache und habe damit bestimmt auf die Route ja 10 Karpfen oder 12 bestimmt gefangen. Mit einem nicht ausgewechselte. Tommy hat irgendwann nachts an der Route gestanden bei mir mit der Kopflampe und hat meine Montage überprüft, nachdem ich keine Lust hatte, mehr rauszufahren. Und da habe ich gesagt, ja, geht auch ganz einfach, ne? Ohne Schnicki-Schnacki, einfach Teufelszeug, Inline-Blei, Multirig, Zweier, River and Weed und ein Heavy Hookbait. Und da beißt es auch noch drauf. Wie kann das denn sein? Also, Voidy haben wir geklärt, Heavy Hookbait und Weightless Hookbait, immer eine attraktive Nummer. So, jetzt gehen wir nochmal ganz nach unten. Browns hat heute Tourette. Ah ja, genau, hatte ich eben. Ey, Browns hat heute echt Tourette gehabt, ne? Ja, ich habe heute auch schon, verzeiht es mir, ich habe heute schon 900 Kilo Bollies auf der Uhr. 900 Kilo habe ich schon gedreht. Mad Max 24er. Nicht ganz, 800.
Ich habe dann kurzzeitig, also frühzeitig aufgehört, weil ich Mittagstisch machen musste. Seit heute Morgen um 8 bis um, sagen wir mal, kurz nach 11 habe ich an der Bollymaschine verbracht. Deswegen habe ich heute Tourette, weil ich schon neben der Cup bin. Ne? Ich bin schon neben der Cup. Ich muss mich jetzt erst wieder einfangen. So, wir haben schon 58. Der 3. Oktober, Tag der Arbeit, steht vor der Tür, Männer. Freut ihr euch? Sind neue Sachen geplant bei euch, Jan? Ja, das ist immer so ein Ding, weißt du? Neue Sachen haben wir ja immer. Es kommen jetzt noch ein paar ganz geile Dinge. Die müssten eigentlich unterwegs sein schon. Ja, nee, zeige ich euch jetzt noch nicht. Muss das liegen hier? Komm jetzt. Zeige ich euch aber nicht, weil sonst kommt da oben wieder einer um die Ecke, ne? Zeige ich euch, wenn es im Shop ist. Na klar kommen neue Sachen, aber bei den Ködern, Boilies wüsste ich aktuell wirklich nicht, was wir anders machen sollen. Wir haben ja so einiges schon rausgeschmissen letztes Jahr und ein bisschen geschlankt. Und die Dinger, die wir jetzt haben, das ist halt wirklich gut, ne? Also das muss ich auch echt selber sagen. Obwohl ich ja, ach, weißt du, nee, ich sag's nicht. Ich sag's nicht, weil es jeder nicht glaubt. Der mit seinem Bolli ist da. Nein, aber die Dinge sind so, wie sie sind, sehr gut. Und ich angel damit und fange damit meine Fische. Und die anderen Leute auch. Wir kommen wieder gar nicht hinterher aktuell da draußen. Trotz, dass wir keine grobe Kelle im Herbst Prozent, 20-30%, Digga. Wahnsinnsaktionen brauchen wir gar nicht machen, weil es auch so gut verkauft ist. Ne? So habt ihr jetzt abgeschlossen mit mir. Brauns hat heute echt Tourette, ja. So, Marcel, Tag der Arbeit, genau. Ich bin Anti-Graskarpfenbolli. Ein Anti-Graskarpfenbolli, das ist das Einzige, was mir noch nicht eingefallen ist in meiner Wissenschaft. Ein Anti-Graskarpfenbolli, das ist wirklich, das wäre nochmal was. Da müssen wir jetzt noch 3 Professoren bemühen. So, in diesem Sinne, ich bin nächste Woche zum Videodreh. Am Wochenende kommt nichts, nächste Woche kommt was Neues. Da sind lauter Chamäleons gepostet. Aha, das freut mich. In diesem Sinne, nächste Woche mit Nick Richter. Von Nicky Sells beim Talsperren-Game. Nächste Woche. In diesem Sinne, reingehauen.